Wie viele Kinder will der andere haben? Also ich bin mir ziemlich sicher, dass er nur 2 Kinder haben möchte. Aber ich hätte schon ganz gerne 3. Also Vanessa möchte 2 bis 3 Kinder. Und ich möchte 2 bis 3 Kinder. Und ich glaube auch, also wenn es gut läuft, 3 Kinder. Ich glaube aber, das wird sich schon noch einrichten lassen. Aber bei Vanessa könnte auch sein, dass sie mehr will. Also das ändert sich öfter mal. Oder jedenfalls habe ich das Gefühl, das ändert sich hin und wieder mal. Wer hat als erstes Ich liebe dich gesagt? Ich habe als erstes Ich liebe dich gesagt nach... Der hat das sogar ziemlich früh gesagt, nach ein paar Wochen schon. Aber ich habe das dann auch sofort zurückgesagt. Also es war keine komische Situation oder so. Und ich glaube, ich hätte mich auch gar nicht getraut, das so früh als erstes zu sagen. Es war auf jeden Fall relativ früh. Und dann hat sie auch Ich liebe dich gesagt. Ich war noch nie so nervös in meinem Leben wie da, glaube ich. Es war schon echt heftig. Wer ist ordentlicher? Ich würde behaupten, Vanessa ist ordentlicher. In dem Sinne, dass sie Sachen eher direkt wieder zurückstellt als ich. Wobei das auch nicht stimmt. Das stimmt einfach nicht. Nein, ich bin ordentlicher. Also so wie unsere Wohnung gerade im Moment aussieht, würde ich sagen, keiner von uns ist ordentlich. Ich glaube, es kommt immer drauf an. Also wir haben eine ziemlich gleiche Ordentlichkeitspunkt, was wir so als ordentlich sehen. Seitdem ich mit Vanessa zusammen wohne, also davor war ich extrem unordentlich, meine Wohnung sah nie aufgeräumt aus, aber seitdem ich mit Vanessa zusammen wohne, bin ich irgendwie ordentlicher geworden, dass ich Sachen auch mal schneller zurückstelle. Und dann gibt es so manche Sachen, da ist er ordentlicher drin und manche Sachen, da bin ich, glaube ich, ordentlicher drin. Ich habe eher so Ticks. Ich mag nicht, wenn irgendwo Socken rumliegen oder so. Aber dafür lasse ich dann irgendwo meine Sachen rumliegen, die Flo dann stören. Wer hat die Hosen an? Vanessa. Ich würde schon sagen, ich habe oft die Hosen an. Obwohl wir eher sagen, dass wir beide die Hosen in der Beziehung anhaben. Aber... Also ich würde nicht mal behaupten, dass irgendwer großartig die Hosen bei uns anhat. Im Sinne von, man bestimmt über alles. Oder jemand richtet sich mehr nach einem, nach dem anderen. Die Sache ist nur, dass mir Dinge häufig ziemlich egal sind. Also das Ding ist auch... Ihm ist meistens alles egal. Also muss ich die Hosen in der Situation anhaben, damit, weil mir das meiste halt wichtig ist. Ich denke viel zu viel über Sachen nach und muss alles von Grund auf planen und entscheiden. Natürlich nicht lebensverändernde Entscheidung, aber wenn es jetzt darum geht, wo wir Essen bestellen oder welchen Film wir gucken, dann lasse ich mich eher auf die Dinge ein als Vanessa und dementsprechend hat sie schon dann mehr die Hosen an, dass sie sagt dann, ja okay, wir gucken das, wir bestellen da und alles. Ja, ich glaube, die Antwort passt. Was war der schönste Ort, an dem ihr gemeinsam wart? Also wir sind ja jetzt schon 4 Jahre zusammen. Dementsprechend waren wir schon in Finnland. Wir waren schon mal zusammen in Polen. Wir waren in Spanien jetzt schon ein paar Mal. Also auf Mallorca. in den Niederlanden. Wir waren halt auch noch nicht in so vielen Orten. Aber ich muss erstmal für mich wiederfinden, wo wir überall schon waren. Wir waren auch schon mal am Tegernsee, da war es sehr schön. Wir sind gestern aus Hamburg zurückgekommen und ich finde, Hamburg ist einer der schönsten Orte, an dem wir bis jetzt waren. Also nicht vom Ort gesehen, aber von dem Feeling her. In Hamburg geht's uns voll gut. Ich fand, der schönste Ort, wo wir zusammen was erlebt haben, das war definitiv Hamburg. Also ich finde, Hamburg ist eine wunderschöne Stadt und irgendwie finde ich, da haben wir so wirklich was gemacht, in dem Sinne, dass es schön halt nicht nur vom Panorama her, wobei das auch sehr schön ist, also die gesamte Stadt ist ziemlich schön. Der schönste Ort vom Blick einfach nur her, vom Aussehen des Orts,
war ein Strand auf Mallorca. Ich weiß nicht mehr, wie der hieß. Aber der war, also dieser Blick da, da waren wir auch gerade beim Sonnenuntergang, der hat sich dann im Meer gespiegelt. Das war echt, das war wunderschön. Das habe ich noch nie schöner erlebt. Mallorca ist schön. Es ist sowieso immer jeder Ort schön, an dem wir gemeinsam die Zeit verbringen. Welche Eigenschaft des anderen bist du neidisch? Ich bin sehr neidisch darauf, dass Flo nicht so viel über alles nachdenkt wie ich. Also ab und zu ist es halt sehr hilfreich, viel nachzudenken. Aber meistens tut es echt gut, wenn man einfach macht und nicht sich zu viele Gedanken macht. Dann ist man meistens viel glücklicher. Und das würde ich ganz gerne lernen, einfach Sachen zu machen, ohne stundenlang darüber nachdenken zu müssen. Ich denke auch halt oft viel zu viel darüber nach, was andere in dem Moment von mir denken und ja. Dass sie mit Sachen entspannter umgehen kann. Also ich mache mir immer sehr viel Druck in den Dingen, an denen wir arbeiten und also dass so das Produkt von dem, was ich tue, dass das den Leuten gefällt, da mache ich mir immer sehr viel Druck. Ich weiß gar nicht warum, aber irgendwie ist das so. Und Vanessa geht immer sehr entspannt mit den Sachen um. Also zum Beispiel, wenn sie jetzt ein Video macht, habe ich nicht das Gefühl, dass sie darauf achtet. Also natürlich achtet sie darauf, dass es euch gefällt, aber es ist nicht so, dass sie sich den Druck macht, ich muss das jetzt perfekt hinkriegen oder so. Ja, Vanessa, du weißt, was ich meine. Habt ihr noch Tabus voreinander? Das Einzige, was wir halt nicht voreinander machen, ist kacken. Also wenn wir nur so aufs Klo gehen, dann lassen wir auch die Tür auf und so. Aber ich könnte nicht auf Toilette gehen und mein großes Geschäft verrichten, wenn Flo das mitbekommen würde. Also wir reden auch darüber. Wir haben eigentlich gar nicht so ein Tabu vorm Kacken, weil wir reden wirklich sehr offen über unser großes Geschäft, wie das so war und so. Also eigentlich nicht. Das größere Geschäft haben wir noch nie voreinander gemacht. Das bleibt auch quasi getrennt, aber wir sind jetzt nicht so, dass wir sagen, wenn da Not am Mann ist, dass das auf jeden Fall ein Tabu wäre, voreinander zu machen. Aber wir wollen halt nicht dabei sein und es nicht sehen und sowas. Und jetzt letztens waren wir in einem Hotel, wo die Tür einfach nur so eine Glasschiebetür war, wo man komplett durchgucken konnte. Man hätte auch einfach das Klo neben das Bett stellen können. Das wäre genau das Gleiche gewesen. Und wenn sowas ist, dann will ich immer, dass Flo Musik dabei hört, also mit Kopfhörern drin, damit es auch nicht dazu kommen könnte, dass er vielleicht irgendwas hören könnte. Aber ein Tabu ist es ja auch nicht, weil wir sehr offen darüber reden. Ich habe das Gefühl, meine Antworten sind total komisch, total abgehakt. Und auch, dass ich mich nicht richtig erklären kann. Es tut mir leid, es ist Sonntag, ich werde hier zur Arbeit gezwungen, okay? Da kann man nicht von mir verlangen, dass ich jetzt hier top performe, ne? Könnt ihr uneingeschränkt an das Smartphone des anderen? Ja, das war noch nie ein Problem. Wir haben auch unsere Gesichter abgespeichert, kennen die Passwörter und also den Code von dem anderen. Wir gehen halt nie an das Handy vom anderen, weil wozu auch? Ich verstehe aber auch nicht ganz, warum Paare sagen, dass das Privatsphäre ist. Man sagt ja nur, der andere darf da nicht dran, wenn man was voreinander zu verheimlichen hat. Zumindest ist das meine Ansicht. Wir überprüfen aber auch nicht das Smartphone des anderen. Also wir haben Zugang darauf, uneingeschränkt. Ich würde jetzt nicht sagen, Vanessa, geh nicht in meine Fotos. Aber wir sind jetzt auch nicht so, ja, heute ist wieder der Regelcheck. Ich überprüfe alle deine WhatsApp-Nachrichten. Aber es ist halt kein Problem. Wenn wir mal dran gehen wollen, dann können wir einfach dran gehen. Und da macht keiner irgendein Geheimnis drum. Ich finde das auch total komisch, wenn man nicht an das Handy des anderen gehen könnte, weil ich nicht weiß, was sollten da für Sachen drauf sein, die ich nicht sehen darf, die nicht irgendwie schlimmer sind, so. Was nervt dich am anderen? Wenn wir gemeinsam Auto fahren, dann nervt es mich total, wenn Flo, der hält dann das Lenkrad mit der einen Hand fest und mit die andere Hand liegt so auf seinem Schoß
Und dann macht er immer so. Was mich manchmal extrem nervt, ist, wie faul Vanessa ist. Also wirklich so, das sind dann Kleinigkeiten. Also Vanessa ist nicht faul im Sinne von, oh, ich will nichts aus meinem Leben machen. Aber sie ist so faul. Ihr MacBook liegt auf dem Esstisch und sie chillt im Wohnzimmer. Und dann fragt sie mich eher, ob ich das MacBook hole, als dass sie selber eben aufsteht und es holt. Und ich hasse das. Ich sehe das dann die ganze Zeit im Augenwinkel. Und ich verstehe nicht, warum man das machen muss. Und das passiert nur beim Autofahren. Und das ist auch erst seit ein paar Monaten so. Oder es ist mir vorher einfach nicht aufgefallen. Aber hör bitte auf damit. Was liebst du am anderen? Ich glaube, das wird Flo nicht von mir denken, dass ich das jetzt sage, weil ich diese Eigenschaft immer nur erwähne, wenn es darum geht, was mich nervt. Aber ich liebe es halt auch, dass er so nett ist. Also manchmal würde ich auch gerne so nett sein und nicht so schnell genervt von Sachen und nicht so faul. Und Flo macht das einfach immer alles. Also wenn ich irgendwie zu faul für Sachen bin, er steht einfach auf. Obwohl ich stehe auch oft auf und mache Sachen. Aber er macht das schon mehr. Er tut so viel für mich. Und es ist so lieb. Also es ist viel. Vanessa gibt mir einen starken Halt im Leben. Man hat immer jemanden, dem man seine Probleme erzählen kann. Man hat aber auch immer jemanden, mit dem man feiern kann, wenn man was Cooles geschafft hat. Man kann sich zusammen über Dinge aufregen. Einfach, dass wir das alles gemeinsam auch erleben können, dass wir so viel gemeinsam haben, dass es da nicht viel Stress gibt. Also natürlich streiten wir uns, jedes Paar streitet sich irgendwie. Aber es ist nicht so, als würden wir uns dann hassen und das nicht klären können. Das ist auch so eine Sache, dass wir immer alles irgendwie gut klären können. Und ich liebe es, wie gut wir uns verstehen. Also wir haben voll den gleichen Humor und reden über alles und sind halt einfach voll auf dem gleichen Level. Und das liebe ich schon am meisten, dass ich den gefunden habe, der mich versteht und auf mich eingeht und mir bei Sachen hilft und für mich da ist. Und das ist voll schnulzig gerade. Thank you.